So, hallihallo, hallo YouTube. Ja, wir haben nochmal einen neuen Hof gebaut. Auf der 8er Dig natürlich. Beste Map ever. Und zwar. Moment. Wir zeigen es nochmal. Das war, glaube ich, der Hof. Sieht man nicht mehr. 5A. A5A. Hier ist der H5. Und da ist das Haus. Schlafhaus. Und hier ist der Hof. Hier habe ich noch nichts gemacht. Da weiß ich noch nicht, was wir machen. Der ist noch leer. So, und dann geht's hier rein. Schon ein paar Geräte, Kleinigkeiten, und zwar haben wir uns einen Schafhof gebaut. Fand ich mal ganz nett, weil ich die Gebäude hier ganz nett finde. Die habe ich gefunden im Mod-Hub. Mod-Hub sag ich schon, in Forbidden Mods. Ja, dann haben wir uns hier so einen kleinen Hof gebaut. Hier habe ich noch ein paar Hühner dazu genommen. Ja, Abstellplätze. Kann ich noch mal kurz von hinten zeigen. Die Silos habe ich mal stehen gelassen, weil für die Schafe braucht man ja auch Silage. Ist wieder etwas groß, also jetzt auch von der Breite her, aber zu eng zu spielen ist immer so eine Sache. Das sind circa, glaube ich, 800, ne, noch mehr. Ich glaube, einer hat 400. Ja. 1200. Müssen, glaube ich, 1200 Schafe sein. War nur so eine Idee von mir. Ob ich das jetzt spiele, weiß ich noch nicht. Lust hätte ich eigentlich drauf, aber im Moment bin ich ja mit meinem anderen Projekt dran. Wir haben einen Zaun drumherum gebaut. Erdfruchtlager für Karotten dann. Den musste ich ein bisschen an die Schräge hier bauen, weil der hätte sonst nicht hingepasst. Hier ist ja so ein Damm wegen dem Teich hier. Hatte ich vergessen, das ist der einzige Manko. Den hätte ich hier noch runterziehen können. Dann hätte es wohl gepasst. Aber ich wollte das jetzt nicht mehr ändern. Ja, so sieht von oben aus. Ja. Könnte man jetzt noch enger stellen. Ich habe es immer gerne ein bisschen... oder ich habe gerne ein bisschen mehr Platz immer. Hier habe ich dann noch zum Kalk und ein Ballenlager. So, und hier können wir... halt wieder durch und sind wieder am Anfang. Wie gesagt, ich habe hier nicht so große Geräte mal genommen. Eher für Mittler. Ja, ein Schaf habe ich natürlich gekauft, um zu wissen, wie das funktioniert. Schafe habe ich selten im Spiel benutzt. Vielleicht spielen wir es mal, ist aber auch nur eine Anregung. Gibt es alles im Mod-Hut, bis auf die Stelle, glaube ich.
Da bin ich mir jetzt unsicher, aber auf jeden Fall gibt es die Forbidden Mods. Der Rest ist alles aus dem Mod-Hub. Ja. 5 Minuten, ich denke mal, das reicht. Wie gesagt, hier ist, wo sind wir jetzt? Hier gegenüber ist halt der andere Hof. Der gehört noch mit dazu. Hier ist das Farmhaus. Weiß ich gar nicht, ob ich das nutzen würde. Vielleicht reiße ich das auch komplett noch ab, wenn ich es spielen sollte. Und eventuell dann hier noch integrieren oder so. Man kann auch eine Tasche hinstellen. Das ist ja nicht so wichtig, jetzt das Farmhaus. Könnte man noch mit ein integrieren. Platz hat man ja noch. Was vielleicht hier auch noch gehen würde, wenn man zum Beispiel wenn man den hier zum Beispiel wegnehmen würde, wäre auch noch eine Variante, mit Gewächshäusern zu spielen. Wie gesagt, normalerweise, wenn man hier die 2 Silos auch noch wegnimmt und dann ein schmäleres hinstellt, könnte man hier auch noch ein Farmhaus hinstellen. Also das wäre noch machbar. Oder hier vorne halt, das ist... Ja, aber das soll es erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Liken und Abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns in den Livestreams. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, immer mit unserer Rinderzucht hier auf der Karte. Auf der sehr schönen Karte, muss man echt immer betonen. Wo alles drauf ist, was es gibt. Ja, dann denke ich mal, sehen wir uns in den Livestreams und ich sag mal, tschüss.